morning. Nice to see you in Sweden and in Germany. Ja, viele bekannte Gesichter, das ist schön, das ist angenehm. Ich habe nicht viel Zeit und es gibt viele interessante Vorträge, die kommen. Ich will mich also kurz fassen, aber Gerd hat gesagt, Kata in Mikes Sinne Mainstream. Und da möchte ich ein bisschen gegensteuern. Ob Kata Mainstream geht oder nicht, ist nicht in meinem Sinne. Wir hatten auch nicht vor, ein Kata-Buch zu schreiben, sondern Ralf Richter ist hier als Beispiel. Wir waren bei Bosch, wir haben sehr viel Forschungen, Action Research bei Bosch gemacht, Ralf und ich zusammen. Und irgendwann hieß es, das ist eine so coole Art zu arbeiten. Warum haben wir nicht vorher so gearbeitet? Ich kann jetzt nicht mehr in der alten Methode arbeiten. Ich kann jetzt nicht mehr in Meetings sitzen, wo Leute über Lösungen sprechen. Ja, ich glaube, wir sollten das machen, weil das passiert. Nein, ich glaube, wir sollten das machen, weil das passiert. Man kann diese Meetings gar nicht mehr ertragen, weil man dann einfach sagt, das sind alles gute Ideen, lass uns über Experimente reden. Und wie schnell können wir die Experimente machen und so weiter. Also die Begeisterung, in meinem Sinne, sagen wir mal, die Begeisterung ist eher für die Denk- und Handlungsweise. Und ob man die über Kata lernt oder anders, ist im Grunde genommen egal. Und was Mainstream gehen sollte, glaube ich, oder es wäre schön, wenn es Mainstream geht, ist die wissenschaftliche Denk- und Handlungsweise, die man dadurch erlernt. Das wäre klasse, wenn das Mainstream geht. Und das hat eigentlich mit mir gar nichts zu tun. Und Kata ist einfach ein Weg, eine solche Haltung sich anzueignen. So, okay, ich soll ein Update geben und ich möchte ein bisschen zum Thema Lean Management reden. Es ist ein Update, aber vielleicht gibt es auch ein bisschen einen Rahmen für den Tag heute. Und schauen wir mal. So, was unten steht, developing a culture that teaches, achso, die Folien sind auf Englisch übrigens, aber ich versuche das mal auf Deutsch zu machen. Ich übersetze. Vielleicht können Sie mir sogar helfen. Developing a culture that teaches and drives scientific thinking. Also wie können wir eine Organisationskultur, eine absichtliche Organisationskultur erzeugen, die ein wissenschaftliches Denken, die ein wissenschaftliches Handeln vorantreibt. Ja. Und wenn wir das haben, ob unsere Ziele klein sind oder groß sind, ist egal. Wenn wir das haben, dann ist die Power, was wir damit erreichen können als Organisation, ziemlich stark. Und es ist wirklich egal, wenn wir jetzt unten am Prozess sind und hier ist das Ziel eigentlich, wäre es nicht klasse, wenn wir das so machen könnten. Wir wissen im Moment nicht, wie wir da hinkommen. Das Ziel ist genauso gut wie ein strategisches Ziel auf Unternehmensebene. Ist egal, die Denkweise, die Handlungsweise, wie man diese ich weiß noch nicht, wie ich es mache, Ziele erreicht, ist in etwa gleich. Und managing the skills to create something new. Wie können wir die Fähigkeit, Neues zu kreieren, managen? Und wie gesagt, unten am Prozess, wenn wir was Kleines verbessern wollen, aber wir wissen noch nicht genau, wie wir da hinkommen, das heißt, wir müssen was Neues kreieren. Genauso auf der strategischen Ebene. Also es ist egal, wo man ist. So managing the skills to create something new. Ich finde, diese Begriffe passen irgendwie zu dem Thema Lean. Ich finde, sie passen zu dem, was ich beobachte, dass Toyota im Grunde genommen macht. Ja, es gibt viele Lean-Praktiken und so weiter, die sind natürlich alle gut und funktionieren, aber dahinter steckt eine gewisse Denk- und Handlungsweise. Die Folien, das sind Creative Commons Folien. Ich nehme an, die werden euch bereitgestellt. Sie können die Folien also gerne benutzen als PowerPoint. Sie können die Folien auch ein bisschen ändern und so. Long-Term Organizational Survival. John Shook und ich glauben, das ist eigentlich Toyotas großes Ziel. Wir möchten einfach als Organisation, als Unternehmen langfristig überleben. Also Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte. Und da gibt es diese Abbildung, wo der Manager als Coach, als Lehrer seinen Leuten was beibringt und sie üben eine konsistent, also eigentlich viele Variationen davon, aber im ganzen Konzern konsistent, ein Routinen von Führung und Management, die eine, wie sagt man, entrepreneurial auf, danke, ein unternehmerisches Denken. Das verbinden wir vielleicht nicht unbedingt mit Lean, aber ich glaube, Ralf, das, was wir sehen da, ist ein gewisses unternehmerisches Denken.
Wenn ein Unternehmen beginnt, ist sehr viel Energie da. Wir sind alle auf ein Ziel gepolt. Ja, wir wollen diese Firma gründen, wir wollen dieses Produkt auf den Markt bringen und so weiter. Das ist sehr, you know, very focused. Die menschlichen Fähigkeiten kommen richtig nach vorne. Und wenn ein Unternehmen älter wird, dann wird es bürokratisch und andere Leute kommen an die Führung, professionelle Manager und so weiter. Und bald ist man an dem Punkt gelangt, wo man eigentlich den Status quo irgendwie festhalten möchte. Ja, neue Produkte, aber dann machen wir doch die eigenen Produkte kaputt. Oder nehmen wir eigentlich die Produkte, die wir jetzt haben, und wenn wir nur noch Kosten senken könnten, dann hätten wir einen Vorteil. Das ist mehr Wert für den Kunden. Ja? Und dann kommen wir in diese Schiene. Kosten senken ist nicht schlecht, aber wenn das das Einzige ist, das ist im Grunde genommen eine Sackgasse. Und irgendwie hat Toyota das geschafft, einen Funken von unternehmerischem Denken und Handeln in der gesamten Organisation beizubehalten. Jedes Jahr im Januar, der 1. Januar ist in Japan kein Feiertag, werden die Challenges, also the Themes, sagen die, aber es sind im Grunde genommen Herausforderungen für das Jahr, für den Konzern bekannt gegeben. Ja? Und ich habe das immer betrachtet von der Seite, die Führung, die obere Führung, gibt uns die Herausforderung für das Jahr. Aber desto mehr ich mich damit beschäftige, mit Herausforderungen, desto mehr komme ich in den Gedanken von den Führungspersonen, die diese Herausforderungen geben. Und ich stelle mir so die Monate vor dem 1. Januar vor, oh Gott, meine Organisation braucht eine Herausforderung. Ich bin the leader, ich muss eine Herausforderung an meine Organisation geben, sonst fangen wir an, Kreise zu drehen, sonst schlafen wir ein. Und welchen Stress dieser Top-Manager unterliegt in den Monaten vor den 1. Januar, boah, wir müssen eine gute Herausforderung, es muss eine wahre Herausforderung sein. Nicht einfach Kosten senken oder sowas. Okay, ein bisschen Hintergrund, den kennen Sie vielleicht. Das Toyota-Kata-Buch hat versucht, zwei Fragen zu beantworten. Was sind die unsichtbaren Routinen im Management und in der Denkweise bei Toyota, die hinter deren Erfolg mit ständiger Verbesserung liegen? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage, wie können andere Organisationen oder Firmen ähnliche Denk- und Handlungsweisen in ihre Organisationen entwickeln? Die zweite Frage ist bei weitem die interessantere Frage. Und die erste beschäftigt mich fast überhaupt nicht mehr. Mein Kollege Jeff Leiker ist der, vielleicht auf der Erde, der Toyota-Kenner und er beschäftigt sich sehr stark mit der ersten Frage. Das ist ganz praktisch, wenn ich irgendwas über Toyota zu wissen brauche, lade ich den Jeff zum Kaffee ein und dann erzählt er. Das waren also die zwei Forschungsfragen. Die Forschung lief von 2004 bis 2009. Lass uns mal die erste Frage in Betracht nehmen. Was sind diese unsichtbaren Routinen im Denken und im Handeln, die hinter Toyotas Erfolg mit kontinuierlicher Verbesserung liegen? Und was Forscher machen, ist, sie kreieren Modelle. Sie beobachten, sie studieren ein Phänomen und wenn sie glauben, es einigermaßen verstanden zu haben, machen sie ein Modell. Hier ist ein Modell. Alle Modelle sind falsch. Einige sind nützlich. Ja? Denn ein Modell versucht, das wahre Leben darzustellen. Ist es aber nicht das wahre Leben, es ist nur eine Abbildung. Wenn man lang genug bei Toyota guckt, findet man ein Muster. Sie gehen in einem gewissen Muster vor. Es gibt eine Bandbreite. Sie machen es vielleicht ein bisschen anders als der Manager hier drüben. Aber im Großen und Ganzen gibt es so ein grobes Muster. Das sieht auch so aus. Die wollen immer wissen, wo wollen wir denn überhaupt hin? Was ist die Herausforderung? Was ist die langfristige Richtung? Wo wollen wir hin? Zweiter Schritt, wo sind wir heute? Bevor wir hier irgendwelche Ziele machen, müssen wir wissen, wo wir sind. Dann kann man auf dem Weg zu der großen Herausforderung einen nächsten Zielzustand setzen. Und als vierter Schritt dann experimentieren Sie, also wissenschaftlich, von da bis dahin. Ja. Und wie gesagt, ob das jetzt vier Schritte sind oder fünf, das ist im Grunde genommen egal. So in etwa verhält sich Toyota. Das ist die Antwort auf diese erste Frage, die wir haben. Es gibt auch andere Antworten, natürlich. Das ist Kata. Es gibt ein paar Definitionen
von dem Wort Kata. Und das ist das eine, das sieht im Kanji dann so aus. Ich kenne nicht Japanisch, also wenn jemand mich korrigieren kann, das wäre ganz gut. Aber das sieht dann so aus und das ist ein Suffix, heißt, es kommt am Ende des Wortes. Man tut es am Ende dran. Gibt es da einen Begriff für auf Deutsch? Bitte? Endung, ja, okay, Wortendung. Und das heißt Way of Doing oder Art und Weise, ne? Tee-Kata, wie man Tee serviert. Ja? Tennis-Kata, wie man Tennis spielt. Ja? Es ist eine Art und Weise, wie man was macht. Und deswegen habe ich dieses Wort genommen für dieses Modell. Das ist eine Art und Weise, wie Toyota verbessert. Und es ist ähnlich wie viele andere. Systemdenken, Learning Organization, Design Thinking, Creative Thinking und so weiter und so weiter. Die Modelle sind alle in etwa gleich. Ist immer interessant, jeder Forscher hat ein einzigartiges Modell. Gestern habe ich es wieder gesehen, ein Forscher an der Columbia Business School hat einen Modell preisgegeben über Strategic Planning. 4 Schritte. Und mein einzigartiges Modell hieß es. Ja, das ist irgendwie interessant, weil wir wollen alle einzigartig sein. Ich möchte sagen, mein Modell ist nicht einzigartig. Es gleicht vielen anderen Modellen von wissenschaftlichen Denken und Handeln, die es schon gibt. Wichtig ist vielleicht zu erkennen, Toyotas Erfolg kommt nicht nur von Verschwendung eliminieren, nicht nur von den Lean Tools, sondern der Erfolg beruht darauf, dass sie wissenschaftlich auf diverse Ziele, was auch immer die Ziele sind, hinarbeiten. Meistens strategisch relevante Ziele. Da, ich glaube, das ist eher ein Erfolgsmechanismus bei Toyota als Verschwendung eliminieren. Übrigens, wenn Sie ein Ziel anpeilen, wissenschaftlich, das Ziel kann auch Verschwendung eliminieren bzw. Effizienz oder Kostenreduzierung sein. Das ist völlig vertretbar, aber es ist nicht automatisch das Ziel. Dann gibt es auch eine Coaching-Kata, da haben wir das Kata-Wort wieder benutzt und das haben wir Coaching-Kata genannt, weil die Art und Weise, wie der Manager einer Person in dem Unternehmen das beibringt, gleicht, was wir im Sport und Musik machen. Es ist im Grunde genommen gang und gäbe in Japan, diese Meister-Lehrling-Beziehung, obwohl in Japan zieht sie sich so richtig in die Länge. Ich habe jetzt vor kurzem einen Schwertmacher kennengelernt und gesagt, ja, so das erste Jahr einfach zugucken beim Meister. Das ist ein bisschen langsam für unsere Zwecke. Nichts sagen, einfach gucken. Ja. Aber im Sport und in Musik kennen wir das, dass der Coach guckt, sagt, spiel mal ein bisschen, kicke den Ball oder spiele, ich sehe, was du falsch machst, lass mich dir zeigen, wie man das Ding richtig hält, jetzt mach's mal 100 Mal so, damit es im Kopf hängen bleibt. Ja. Was Gerd und ich so interessant finden, ist, dass das in Sport und Musik gang und gäbe ist. Natürlich muss man so üben, um eine neue Gewohnheit zu haben, damit man das Instrument spielen kann oder diese Sportart spielen kann. Natürlich macht man das und in Business ist das ziemlich unbekannt. Das finden wir erstaunlich eigentlich. Ja, und zusammen Verbesserungskarte und Coachingkarte kann man sagen, ist so eine Art eine Management-Vorgehensweise. Und es geht darum, eine Fähigkeit zu entwickeln. Ja? Also die Manager lehren ihre Leute eine wissenschaftliche Denk- und Haltung oder Haltung, eine Meta-Fähigkeit. Das heißt, diese Fähigkeit, dieses Muster ist inhaltsneutral. Sie können es auf jegliches Problem, jegliches Ziel anwenden. Und das im gesamten Konzern. Das Coole dabei ist, wenn Sie diese Fähigkeit entwickeln, dann können Sie immer größere Herausforderungen in diese Fähigkeit hineinkippen. Ich glaube, das ist, was Toyota sieht. Wir haben diese vielen Menschen, jeder hat ein Gehirn, jeder hat unglaubliche Fähigkeiten. Wenn wir diese wissenschaftliche Denk- und Handlungsweise in ausreichendem Maße unsere Mannschaft beibringen, dann haben wir eine Capacity, da können wir egal was anpacken. I think that's what they're doing. So, also Benefits, warum? Also im Grunde genommen hat man eine strategische Herausforderung kombiniert mit einer effektiven Art und Weise, wie man da hinarbeitet. Das ist eine sehr powerful, sehr starke Kombination. Wir können uns tough
Herausforderung setzen und wir haben ein komplettes Team, das geübt hat, wie man wissenschaftlich an diese Herausforderung heranarbeitet. Klasse. Das heißt, es ist eigentlich sehr gut, nicht prädestiniert, suited, geeignet, danke, es ist sehr geeignet für schwierige Ziele in komplexe, dynamische Situationen zu erreichen. Es ist besonders geeignet für solche Situationen. Und ich glaube, wir haben alle vielleicht schon genug in ausreichendem Maße gelesen, die dynamische, komplexe Zeit oder Märkte, in denen wir uns heute befinden. Ja. Es ist eine Methode, eine Vorgehensweise, wie man mit solchen Situationen, mit diesen Grauzonen zurechtkommt. Es ist auch eine Art und Weise, wie man Empowerment, wie sagt man Empowerment auf Deutsch? Befähigung oder? Ja, Befähigung ist ein bisschen also selbstbestimmende Arbeitergruppen und so, Mitarbeitergruppen und sowas. Das war in den 90er Jahren ganz groß in den USA und viele Firmen haben gesagt, hey, wir machen, sie sind eine selbstbestimmende Mitarbeitergruppe, eine self-directed work team, ja, bitte. Und das fiel sehr schnell auseinander, ja. Und hier steht Molke der Elder, the Elder. Also die Preußen hatten das schon. Ist interessant. Kennen Sie Auftragstaktik, den Begriff? Ja, Carsten? Ein paar. Also kann ich nur empfehlen, auf Wikipedia ein bisschen über Auftragstaktik lernen. Ich glaube, das fing sogar mit Napoleon an. In den Krieg wurden die Units, die Mannschaften, zu groß. Die waren nicht mehr überschaubar. Davor war es so, dass es gibt einen Kommandant, er gibt Kommando und wenn irgendwas geändert werden sollte, dann guckt die gesamte Mannschaft zum Kommandant und sagt, okay, was machen wir nun? Ja? Dann gibt es neue Anweisungen. Das hat dann nach und nach nicht mehr funktioniert, als die, wie heißen Gruppen von Krieger auf Deutsch? Danke, die Army. die Armee wurde so groß und die Lage verändert sich so schnell, ja, dass man da eigentlich von oben nicht mehr Kommando geben könnte. Und da hatte man die Idee, die Preußen und Napoleon auch, die Idee, hey, wir geben denen das Ziel, aber die müssen dann heute auf eigener Faust manövrieren. Ja, denn die sind ja vor Ort und die sehen ja schneller als alle anderen, was da Sache ist. Was sollen wir von hier oben, wir sehen gar nicht, was Sache ist, die können selber manövrieren. Wir geben nur das Ziel vor. Und es hat nicht funktioniert. Ja, denken Sie mal an die Kosten, wenn irgendwas im Business nicht funktioniert, ja, und wenn jetzt hier im Krieg irgendwas nicht funktioniert, das ist eine ganz andere Dimension. Und dann haben Sie gesagt, aha, Sie haben gelernt, Sie haben PDCA gemacht und haben gesagt, wir müssen nicht nur das Ziel vorgehen, wir müssen unsere Leute, die Armee, schulen, insbesondere die Führungskräfte, in wie man navigiert. Wie man manövriert, wie geht man wissenschaftlich vor. Und diese Kombination, wir geben das Ziel und wir haben Manager in der Armee, die wissen, wie man manövriert. Das hat funktioniert und das hat zu dieser Auftragstaktik geführt. Und das ist ganz anders als zum Beispiel, wie Amerikaner Krieg führen. Wir geben Anweisungen. Ja. Es ist also, wenn man eine strategische Richtung hat und das damit kombiniert, dass man eine wissenschaftliche Art hat, dahin zu arbeiten, das ist sehr powerful. So, aber wir haben ein Problem. Überall in der Welt, in der akademischen Welt, gibt es Forscher, die machen ein Modell. Und dann sagen die, ja, wir haben es geforscht, wir haben es verstanden, da ist das Modell, bitte, mach es doch. Ja? Und ich weiß nicht, warum ihr das nicht macht. Wir haben es hier, wir haben es. Gehen wir mal zurück. Oh, geht nicht so schnell, sorry. Da, bitte. Eigentlich ist der Chiropraktiker-Tag zu Ende. Wir haben das Modell vorgestellt. Ja? Also, wenn ihr nicht könnt, dann... It's not our problem, right? Yeah. So, das Problem ist, egal wie gut das Modell ist, nur ein Modell zu erklären, ändert nicht unsere Denk- und Haltungsweisen. Ja? Das tut es nicht, absolut nicht. Hoffen, dass wir eine andere Haltung oder ein anderes Verhalten kreieren, dadurch, dass wir irgendwas erklären, ja, oder sie zu begeistern oder sie dafür zu überzeugen, das funktioniert einfach nicht. Und so kommen wir auf die zweite Frage, wie können andere Organisationen ähnliche Denk- und Handlungsweisen wie die von Toyota entwickeln? Also die eigene, nicht Toyota kopieren in diesem Sinne, aber wie können wir auch sowas entwickeln?
Und wir wissen ganz klar, also ich sage nicht gerne irgendwas so definitiv, aber ich glaube definitiv, das funktioniert nicht. Toyota, das sind die Profis übrigens, ja. Toyota hat eine Art und Weise und wir übernehmen diese Art und Weise. Ich glaube, das kann nicht funktionieren. Das ist genauso, wenn wir einen Sport- oder Musikprofi sehen und sagen, ja, das will ich auch machen. Ja, okay. Und man sagt sogar, Profis sind schlechte Lehrer. Die wissen gar nicht, was sie im Unterbewusstsein machen. Die ganze kleine Sachen, die sie machen, die man sich aneignen müssen, können die gar nicht erklären, die sehen die gar nicht mehr. Ja. Also wir verhalten uns nicht so oder so, weil uns die Information fehlt, sondern wir verhalten uns so oder so, weil es eine Gewohnheit ist. Ja. Und wenn wir irgendwas verändern müssen, dann müssen wir absichtlich eine andere Routine üben. Ich glaube, das passt gut zu der Neurobiologie, die jetzt auch gerade rauskommt. Und es ist nicht, man muss auch von vornherein sagen, es ist nicht mechanisch, es ist nicht einfach nochmal, nochmal, nochmal. Die menschliche Emotion spielt eine große Rolle in dem Lernprozess. Ja, also es muss eine gewisse Begeisterung aufkommen auf dem Weg. Vielleicht nicht am Anfang, aber auf dem Weg muss eine gewisse Begeisterung aufkommen und das muss der Coach zusehen, dass das passiert. Also wir müssen eine neue Routine absichtlich üben und im Laufe der Zeit ändert das unsere Denk- und Haltung, Denkweise und Handlungsweise. Aber der dritte Punkt, Sie würden doch nicht am ersten Tag 20 Kilometer rennen, ja, wenn Sie jetzt Gewicht verlieren wollen oder Sport treiben wollen. Also ja, ich möchte heute sofort einen Marathon laufen. Das geht nicht. Sie fangen dann mit kleineren Schritten an, mit Anfängerroutinen. Und das sieht dann so aus, fangen Sie einfach mit some basic practice routines, also Anfängerroutinen, kleine Routinen. Man macht sie nicht für immer. Ja? Und lernen Sie ein paar fundamental skills, fundamentale Fähigkeiten. Ja, danke. Ja? Das heißt, gut, wir können Toyota's Way beobachten und sagen, interessant, was die da machen. Aber dann müssen wir irgendwo auf dieser Skala, fängt jeder an, jeder ist nicht gleich, und dann müssen wir üben und im Laufe des Übens entwickeln wir unseren eigenen Weg mit eigener Terminologie, eigene Vorgehensweisen und so weiter. Ja. Und das kann funktionieren. Das ist eigentlich ein altbekannter Weg. Lass uns mal kurz ein Video, manche kennen das vielleicht. Wie viele kennen das Video von BJ? Okay, nicht so viele, sonst würde ich es nicht zeigen. BJ ist an der Stanford University. Und er beschäftigt sich mit dem Thema Verhaltensveränderung, neue Fähigkeiten aneignen. Er macht das im Gesundheitswesen, also es ist mehr Leute, die sich schlecht ernähren oder rauchen oder irgendwie Gewohnheiten ändern müssen. Aber es ist im Grunde genommen das Gleiche. Und ich finde es interessant für uns, wenn wir im Unternehmen sagen, ja, wir möchten eine absichtliche Kultur entwickeln, die etwas mehr wissenschaftlich ist in ihrer Denk- und Handlungsweise. Wie gehen wir denn vor? Wie fangen wir an? Das Video ist, glaube ich, 3 Minuten. Können wir es mal kurz zeigen? Es ist auf Englisch. I would have never expected that a year ago, that today I would be doing 50, 60, 70 push-ups a day. But all this is part of being obsessed with the behavior. And one of the things that you need to do is practice changing your own behavior. And that gives you an understanding of how behavior works. Now, the way I arrived here was very much like the flossing, but a little bit different. And this was the equation. After I pee, I will do 2 push-ups. Okay, so I'd use the facility. Yes, technically you flush the toilet first, and then 2 push-ups, and you're done, and you go, awesome, okay? That's, yeah, okay, awesome, yeah. Well, after 2, it's really easy, you move on, then you do 5, then you do 8, and at the current, where I'm at now, I do 8, but I always do extra credit, so I tend to do 12 or so, and it adds up over the day. I end up doing, who knows, 50, 60, 70, depending on how much water I've had and other factors. The good news is that behavior and behavior change is not as complicated as most people think. It's systematic.
One of the best ways to get people to do behavior in the long term is to build their confidence and ability through baby steps. Now, I know you've heard the term baby steps before, and sometimes people trivialize that because it's like baby steps. It sounds trivial, but it's not. Baby steps are super powerful. It's a way to help people continue to do harder and harder behaviors. And the way it works is this. If you start people out doing something easy, and if they feel successful doing that thing, they're much more likely to do it again because that thing becomes easier to do. That behavior, let's say it's walking 5 minutes, it's easier to do day two, and naturally their motivation rises up. They're more hopeful and less fearful around that behavior. So as you have them take baby steps, you're letting them develop more ability and more motivation. And so you can ratchet up the baby steps and ask them then to do something harder. Maybe walk 15 minutes, day one, day two, day three, and now here comes the magic. Not necessarily after day three, but after a period of time of feeling successful, what I call success momentum. There's this moment in time that I call a springboard moment where they jump up and they're able to do something much harder. What seems to happen is their fear shifts to hope. So fear depressing the behavior, as they feel successful, then they become more hopeful than fearful. And notice as the motivation goes up, they're able to do a hard behavior. And I found that people actually select the hard behavior on their own, and they do this without me prompting them. The key is to help them take baby steps, guide them on the baby steps, and help them feel successful. That's how you tap into the power. Jetzt mal Pause, aber mit dem Bild auf dem Bildschirm. Merken Sie, nirgends steht Seminar, Vortrag wiederholen. Ne? Buch nochmal lesen. Ja? Mike nochmal einladen. Ne? Es steht nirgends da. Es ist eine Sache von Üben und menschliche Emotion und das Gefühl, ich kann das. Ja? Self-efficacy heißt das auf Englisch. Ja. Es ist nicht, ich kann das, es ist mehr, ich weiß nicht, wie wir da hinkommen, aber ich habe diesen Weg schon mal genommen, ich glaube, das kriegen wir hin. Ja. Und die besten Coaches, die wir kennen, ne, die sagen, das schafft ihr. Ja. Die besten Coaches nehmen das Team aus ihrer Komfortzone heraus, bringen sie in diese gelbe oder sogar orange Zone, ja, und dann erreicht das Team irgendwas und sagt, holy cow. Unglaublich, ja, dass wir das konnten. Und so bauen wir diese Fähigkeit auf. Und das meine ich mit dieser Capacity in der Organisation. Wenn wir genug Menschen hier hinkriegen mit wissenschaftliches Denken und Handeln, ja, also BJ kümmert sich um nicht rauchen, gut essen, und wir kümmern uns um wissenschaftliches Denken und Handeln. Aber es ist das Gleiche im Grunde genommen, der gleiche Weg dahin. Wenn wir genug Leute in der Organisation dahin kriegen, dann hat die Konkurrenz keine Chance. Dann können wir in der Führung Fragen stellen wie, wäre es nicht klasse, wenn wir den Kunden Folgendes bieten können? Ja. Und das ist überall verschieden. Ne? Und das ist nicht Verschwendung eliminieren. Natürlich sollen sie Verschwendung eliminieren. Natürlich sollen sie Kosten reduzieren. Können wir wieder auf die Folien gehen? Dankeschön. Video war perfekt. So, Zeit ist knapp. Das ist eine zweite Definition von Kata. Die Kanji sehen anders aus, wie sie hier sehen, und das heißt Form oder Übungsroutine. Ja? Kata sind also nicht nur die Art und Weise, wie wir verbessern. Es ist eine zweite Definition für das Wort Kata, und zwar heißt es ganz simpel eine Form, die man immer wiederholt am Anfang, nicht auf ewig, immer wiederholt am Anfang, damit es eine Gewohnheit wird. Und hier kommt eigentlich die Gehirnforschung dann ins Spiel. Ja? Es ist eine Art und Weise, die uns hilft, Neues zu lernen. Das ist in diesem Sinne, was eine Kata ist. Ja. Das heißt, für diese vier Schritte des Modells haben wir Übungsroutinen für jeden Schritt. Und das ist, was in dem Handbuch ist, was der Konstantin bzw. das CETPM Ihnen in der Tasche gegeben hat. Ja. Da sind die Übungsroutinen drin. Das sind die, was Sie hier unten sehen. So. Ach genau, hier ist das Handbuch auf Englisch. Und wir nennen die oft Starter-Kata, weil wir haben gemerkt, das Problem, manche Leute machen die für immer, die sehen das als Methode. Ja? Wir überziehen diese Übungsroutinen mit Kunststoff und hängen sie an die Wand als Poster. Nein, das sind Starter-Kata. Das hilft ihnen zu beginnen. Später machen sie die Kata nicht mehr. Ja? Und es gibt eine ganze Menge in dem Handbuch. Das sind alles verschiedene kleine Routinen, die man übt.
Ja, und wie lange übt man sie penibel nach oder auf Englisch religiös nach? Eigentlich nur am Anfang. Hier haben auch viele Manager, die wir kennenlernen, ein Problem. Die wollen sofort Profi sein. Die wollen nicht, nein, ich will jetzt nicht hier diese Routine 10-mal üben. Ich will Coach werden. Ja, also müssen sie erstmal so anfangen. Ja, also am Anfang muss man ziemlich genau die Routine folgen. Danach kann man aber nach und nach variieren und irgendwann geht die Routine weg. Was bleibt, ist die Gewohnheit. Dann handelt man einfach so. Das ist idealerweise, was passiert. Und das heißt, ich will auch sagen, weil wir hier über wissenschaftliches Denken reden, das ist dieses Fundament, worauf Toyota aufbaut. Diese ganzen Lean-Praktiken, die sind alle da, die sind sichtbar, aber darunter ist ein Fundament, und zwar eine Denk- und Handlungsweise, die sie konzernweit versuchen, die Arbeit ist nie fertig, versuchen einzuprägen. Dann können sie diese Denk- und Handlungsweise nutzen. Und ich glaube, das ist, was in der Tat passiert, beziehungsweise Gerd und ich glauben, Sie wissen, in der Toyota-Zeichnung ist der Manager hier oben und der Mitarbeiter hier. Ja? Gerd und ich glauben, es ist genau umgekehrt. Ich glaube, der Gedanke stammt sogar von dir, Gerd. Der Manager ist unten. Der Manager ist nicht hier. Der Manager klettert nicht. Der Manager hängt am Seil und ist abhängig von den Mitarbeitern. Und der Manager kann das Klettern nicht machen. Was kann der Manager machen? Er kann im Grunde genommen nur korrigierende Anweisungen geben, methodisch korrigierende Anweisungen. Hast du den Ist-Zustand erfasst? Zeig mal. Verstehen wir den Ist-Zustand gut genug? Okay, welchen Zielzustand haben wir? Beziehungsweise, vielleicht ist es hier besser gezeigt. Gut, jetzt gerade Baseball. Aber der Erwachsene, der Coach, er kann nicht spielen. Er darf nicht spielen. Ja, die Kinder spielen. Es ist sogar blöd, wenn die Eltern sagen zu den Kindern, weg da, komm, jetzt spiele ich mal Fußball hier richtig. Ja, dann kommt die Zeitung, dann werden Fotos gemacht und da ist der schwarze Balken über die Augen in der Zeitung. Das ist peinlich. Ja. Also der Manager kann nicht spielen. Und Nummer zwei, der Manager, wie alle, wir wissen nicht, wie das Spiel ausläuft. Wir können nicht sagen, in der zweiten Halbzeit, bitte geh die ganze Mannschaft auf dieser Seite vom Feld, weil da der Ball hinkommt. Das wissen wir ja nicht. Wir dürfen nicht spielen und wir wissen nicht, was passiert. Was können wir als Führungskräfte machen? Was können wir unserer Organisation beibringen? Das Beste, was wir tun können, ist Herausforderungen geben und zu lehren, wie spielt man. And that's Toyota Kata. So, ein bisschen über, Entschuldigung. Wir haben heute noch Zeit für Diskussionen und Fragen und so weiter und dann haben wir noch die Simulation. Sind wir in der Zeit? Ein bisschen drüber, ne? Okay.